Also ich heiße Brigitte Marti, bin 57, bin so ein Naturkind. Auch dank meinem Leben, kann ich auch sagen, ist es mir ein Anliegen, Fragile bekannter zu machen. Zuerst Lehrerin und habe dann abgeschlossen mit dem Hochschulstudium in Psychologie. Und habe dann schmerzhaft erfahren, dass eine gute Ausbildung ist ganz, ganz wichtig ist. Aber Krankheit ist ein Armutsrisiko. Das Thema Finanzen ist schon per se ein Tabuthema. Finanzen oder finanzielle Nöte in einer Krankheit ist gerade doppelt ein Tabu. Aufgrund meiner Geschichte und meinem Leben, wo mir so bewusst worden ist, wie wichtig als eine finanzielle Absicherung ist, für wenn einmal etwas eintreten würde, eine Krankheit. Da gibt es eine gute Zusammenarbeit von der Zürich Versicherung mit Fragile Suisse, wo ich die Möglichkeit habe, die Vorsorgeberater zu sensibilisieren. Ich mache auch Üben bei Frauenvereinen oder Samaritervereinen, wo ich aufkläre, sensibilisiere, also so an die Öffentlichkeit gehe. Das sind so meine Hauptaufgaben. Ja, mit 38 wirklich wie ein Blitzschlag, hirnblutig. Ich war gelähmt und habe dann wieder gelernt laufen. Mein grosses Handicap ist, dass ich seit hier immer Kopfweh habe. Aber auch zu spüren, dass mein Hirn gar nicht mehr mag. Also einfach schnelle Erschöpfungen. Fragile Suisse habe ich leider auch viel zu spät kennengelernt. Darum ist es mir so wichtig. Und weil die Zahl von Hirnverletzten so gross ist in der Schweiz, ist es für mich wie unabdingbar, dass die Gesellschaft mehr darüber weiss.